Mein Name ist Tanja Pirsig-Marschall und ich bin Referentin für die Moderne hier am LWL-Museum für Kunst und Kultur. Das Bild auf der Staffelei zeigt Frau des Künstlers mit Hut von August Macke. Es gehört mit zu den herausragenden Werken des Künstlers. Elisabeth, seine Frau, war sein Modell, seine Muse, sie war ihm Seelenverwandte, sie war sein zweites Ich, wer er sie nannte. In über 200 Darstellungen hat er sich ihr gewidmet und unzählige Bildnisse von ihr geschaffen. Wir sehen sie als eine modisch gekleidete Frau. Sie hat sich sehr für Mode interessiert. In einem lilafarbenen Mantel, einem blaugrünen Kleid mit Korallenkette und einem frechen Hütchen auf dem Kopf mit Feder und einem breiten blauen Band. Auffallend sind hier vor allen Dingen die Farbkontraste und die flächige Auftragung der Farben. Wir sehen, wie er Komplementärkontraste Rot und Grün, Blau und Orange gegenübersetzt, damit sich die Farben gegenseitig steigern. Es ist etwas, was er von den französischen Impressionisten und den Fauves, vor allem aber auch von Cézanne und Matisse übernommen hat. Gerade die Werke von Cézanne und Matisse, die er in Paris auf seinen Reisen studierten konnten, hat es ihm angetan. Das Bild war ursprünglich als ein Kniestück konzipiert und wurde dann immer, diese Informationen haben wir von seiner Frau Elisabeth, weiter verkürzt. Das können wir auch daran sehen, dass wir auf der einen Seite heute eine Datierung von 1909 A. Macke haben und gleich weniger deutlich erkennbar, nur unter Ultraschall oder ultraviolettem Licht zu sehen, eine weitere Datierung von 1912. Demnach ist das Bild vermutlich zwischen 1909 und 1912 von einem Kniestück auf das heutige Format gekürzt worden. Es gibt ein Pendant zu diesem Bild, welches sich heute im Lehmbachhaus befindet, die Frau mit Äpfeln. Auch dort haben wir ein Kniestück. Also man kann wirklich sehr schön sehen, wie er dort inspiriert von Cézanne damals das Motiv oder die Form des Kniestückes gewählt hatte. Das Werk war über 30 Jahre als Dauerleihgabe hier im Museum, bevor es 2014/15 für die Sammlung erworben werden konnte. Heute gehört es zu den Highlights der Sammlung.